Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 7. Ja, wir sind mittlerweile in Mission 7, den Sturm auf die Auen, müsste es glaube ich sein. Und wir sind eigentlich auf dem besten Wege zum Gewinnen. Ja, hauptsächlich indem wir dann Feldmarschall und Imperator uns noch schnappen. Vielleicht sollten wir uns auch den Punkt da oben schnappen. Vielleicht ist das doch einfacher. Aber ja, da müssten wir uns durch ein paar Gebiete noch durchkämpfen. Ehe wir das könnten. Nee, ihr bleibt schön hier. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Da ist wahrscheinlich der Feldmarschall leichter zu kriegen. Und ihr den Imperator halt wegzunehmen. So, zwei neue Musketiere erstmal. Und ja, für den Feldmarschall brauchen wir 20 oder mehr Soldaten. Ja, unsere Schweinezüchter sind jetzt auch voll bei der Arbeit. Unsere Getreidescheune sollte hier Fläche finden eigentlich. Oh, und Eisen wird in die Richtung verlagert. So, einen von euch jeweils zum Geologen machen jetzt mittlerweile. Bei der Goldmine müsste auch einer mittlerweile Geologe sein, ja. Holz haben wir genug. Nahrung wird etwas knapper. Naja, der Waffenschmied braucht halt auch Holz. Und ja, ich denke, die Mission werden wir dann sehr schnell gewonnen haben. Außer sie holt uns beim Feldmarschall noch ein. Den Imperator kann sie uns jedenfalls noch nicht mehr wegnehmen, sobald wir ihn einmal haben. Weil sie kann keine Territorien mehr einnehmen. Sie kommt nicht durch unsere Verteidigung durch. Egal wie viel Truppen sie ausbildet. Ich glaube nämlich, sie hat auch nur eine Kaserne der ersten Stufe. Und ja, eigentlich wäre es auch mal schön, unser Handelsimperium zum Laufen zu bringen. Noch. Hey, unser Brunnen hier unten ist fertig, um die Schweinefarm zu versorgen. Also kommen wir auf jeden Fall an Fleisch. Weiter so. Euch fehlt nur noch ein einziger Sieg. Doch nicht dumm. Seht ihr nicht, dass wir für eine gerechte Sache kämpfen? Das behauptet jeder von sich. So, unsere Händlergilde wird aufgebaut.
Kettlergilde ist da. Wir können ein paar Händler jetzt theoretisch erschaffen. Neue Handelsrouten erschließen. So, für die Handelsroute brauche ich dann noch 4 Händler, also machen wir noch ein paar Händler mehr. Am besten gleich 6. Ja, weil auf der Map besteht halt echt das Problem, dass ich zu wenig Holz reinkriege. So, die Handelsroute wird etabliert. Dafür rennen die Händler los und errichten in dem fernen Land einen Handelsposten für mich. So, ich könnte jetzt wie immer Klamotten gegen Gold tauschen. Könnte aber auch Klamotten gegen Steine tauschen. Neue Handelsoption ist verfügbar. Könnte mir aber auch Holz holen. Na, wie sieht's mit dem Feldmarschall aus? Oh, sie könnte ihn mir wegnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal einen Sektor erobern. Damit wir ihr den Imperator wegnehmen. Und ja, wir haben keine Waffen gerade, weil wir einfach kein Holz haben. Oh, diese Truppe hat sogar einen General. Ja, sie hat jetzt den Feldmarschall. Dafür nehmen wir ihr jetzt den Imperator weg. Naja, stimmt, hier wollte ich Metzgereien hin. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Weil Fleisch produziere ich ja jetzt. Bald ist es geschafft. Ihr benötigt nur noch einen einzigen Siegpunkt. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. Nehmen wir ruhig die Belohnung. Und ja, die große Wahl werde ich nicht haben, außer ihn hier angreifen. Also schlagen wir uns mal durch bis zu ihm. Sind ja nur diese zwei Sektoren hier. Sind ja nicht viele Gegner in den Sektoren. Währenddessen hole ich mir mal Holz. Wie viele Händler habe ich denn noch? 3 Stück, ja. Und verkauf mal Klamotten.
So, Schlacht gewonnen. Also ja, ist die Frage, sind meine Händler schon unterwegs? Ja. Sie sind unterwegs und kaufen Holz. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig. Und ja, Rowin hat sich hier auch ziemlich eingeruckert. Dass wir sie auch nicht einfach so angreifen können. Und ja, den Feldmarschall können wir, so wie es aussieht, eh vergessen. Metropole können wir sie auch wahrscheinlich nicht mehr so leicht einholen. Bauen wir mal unsere wichtigsten Lagerhäuser aus, jetzt wo wir Steine haben. Also einfach die zentralen Lagerhäuser sollten wir wenigstens eine Stufe ausbauen. Logistik, Ausbauten, okay. Ja, und da kommen unsere Händler mit Holz zurück. Am besten schicken wir sie dann nochmal dreimal los, also jeden einmal. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, hier hat... Ich wollte gerade fragen, wie hat sie... Aber hier hat sie ja einen Weg. Rowin Lagerhäuser. Ich hätte hier oben Fischgründe. Ja, hier habe ich ja auch einen Fischgrund. Da müsste ich ja auch einen Fischer genau errichtet haben. Der für mich fischt. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, jetzt fehlt nur noch das hier zum Ausbauen. Ein Verkehrsnetz müsste aber gut ausgebaut sein. Und hier ist auch ein Brunnen, der sich um alles kümmert. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. Na, vielleicht keine gute Idee, hier das alles als Zentrallagerhaus anzulegen. So, jetzt sollte eigentlich Holz wieder zur Verfügung stehen und wir können unsere Pikiniere mal ersetzen. So, am besten arbeitet ihr beide dann gleich mal mit besserer Verpflegung.